Tschüss, bis gleich. So, hallo Adi. Hallo. Hallo Adi. So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wieder mal in Ramses Kitchen. Und letztens war ja diese amerikanische Woche beim Lidl. Da gab es nicht nur diese komischen Nudeln, sondern auch Pizza von Mike Mitchells. Kennt ihr Mike Mitchells Pizza Stuffed Crust mit Tex-Mex-Geschmack? Extra scharf, mit Käse und Mozzarella im Rand. Also mehr geht ja nun wirklich nicht. Eine amerikanische Pizza mit Käserand und extra scharf. Das sind doch alles nur Pluspunkte. Hier seht ihr noch was, nämlich ein Adi sein Katzengras oder was mal werden sollte. Das könnte man theoretisch auch auf die Pizza machen. Sieht man keinen Unterschied. Wir haben den Ofen schon angemacht. Die wollen wir jetzt mal probieren, ob die wirklich so lecker ist. Leider haben wir damals in Nürnberg probiert von Pizza Hut, wo auch immer Käse im Rand ist und alle das abfeiern. Fand ich aber nicht so gut, weil nach 5 Sekunden war der Käse im Rand einfach nur noch Gummi und fest und das hat dann überhaupt gar nicht mehr geschmeckt. Wir haben die schon mal vorbereitet, haben die schon mal ausgepackt. So sieht die also aus, wenn sie gefroren hier auf dem Tisch liegt. Tex-Mex. Was ist Tex-Mex überhaupt? Ich weiß es gar nicht, wir können ja mal kurz lesen. Pizza mit käsehaltiger Füllung im Rand, belegt mit Mozzarella, Rindfleisch und Paprika. Also einfach Rindfleisch, Paprika, okay. Adi freut sich auch schon und guckt. Die packen wir jetzt in den Ofen. Das, seht ihr den Unterschied? Sieht einfach original aus. Und wenn die fertig ist, melden wir uns gleich zurück und probieren die natürlich. So sieht das dann also ungefähr aus, wenn es fertig ist. Ihr seht, das ist auf jeden Fall schön knusprig. Man hört das richtig, wenn man hier an den Rand drückt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Käserand. Ja, sieht aus wie Käserand. Seit wann ist Käse eigentlich so orange? Ich weiß es nicht. Normalerweise mögen die Leute ja Rand nicht unbedingt, da gibt es aber auch die Randfraktion. Schreibt ihr mal in die Kommentare, zu was gehört ihr? Seid ihr die, die den Rand immer übrig lassen, so wie Pupsi? Oder seid ihr die, die den Rand mit am besten finden von der Pizza? Schreibt es mal alles rein. Wir nehmen uns jetzt mal hier ein Stück. Wenn das natürlich jetzt mal probieren, die Mike Mitchell Stuff Crust Tex Max extra scharf mit Käserand. Wir fangen mal beim Käserand an und knuspern da ein bisschen rum. Mensch, da musst du gar nicht zu Pizza Hut nach Nürnberg. Da gönnst du dir einfach die Stuffed Crust, ne? Da hast du auch Pizzarand und weil das viel weniger ist und du schneller essen kannst, wird es auch nicht so gummiartig. Ich merke nur, dass ich die ganze Zeit mir den Daumen verbrenne, wenn ich unter die Pizza fasse, weil die immer noch frisch aus dem Ofen ist. Der Käserand ist auf jeden Fall in Ordnung. Jetzt bin ich mal gespannt. Die möchte ich nämlich gerne wieder teilen mit der Frau Mutter. Aber weil die ja so extra scharf ist, weiß ich nicht, ob die überhaupt essen kann. Und beißen mal in die Mitte und probieren mal, ob Rindfleisch scharf sein kann. Und schmeckt auf jeden Fall sehr würzig. Ist auf jeden Fall, oh ja, jetzt, da kommt auch jetzt Schärfe durch. Ist nicht zu trocken. Ist wunderbar, man muss es einfach nur 5 Sekunden im Ofen lassen, weil der Ofen sowieso verrückt spielt. Da kommt eine schöne, angenehme Schärfe durch. Das ist sehr würzig, das ist auch irgendwie sehr fruchtig. Auch durch die Paprika, auch dieser Grundbelag, dieses Tomatige, was da drauf ist, ergibt eine gute Kombination. Und das alles zusammen mit dem Käse ran, finde ich auf jeden Fall richtig genial. Wie gesagt, ihr müsst nicht unbedingt zu Pizza Hut oder irgendwas, wenn ihr Käse ran haben wollt. So eine Billigpizza tut's auch. Jetzt ist der Karton leider nicht mehr da, sonst hätte ich euch das nochmal gezeigt. Mike Mitchell Stuffed Crust Tex-Mex mit Käse ran.
mit Käse, Mozzarella, allem drum im Rand verpackt. Wunderbar, frisch aus dem Ofen, schön knusprig, schön stark im Geschmack. Schärfe ist dabei, alles perfekt. Mal gucken. Ich mache jetzt auch noch so eine Edelsalami, so eine billige von ja. Falls der Mama die zu scharf ist, esse ich die nämlich ganz und dann kriegt die Mama einfach die Edelsalami. Ich hau mir die rein. Kann ich aber auf jeden Fall empfehlen. Habt ihr auch schon mal mitgemacht in der amerikanischen Woche beim Lidl oder was das ist, ne? Habt ihr die auch schon mal probiert, diese Stuffed Crust, oder gibt es auch noch andere Sorten, die euch interessieren? Und wie immer die Frage, was ist eure Lieblingspizza? Was war die letzte Pizza, die ihr gegessen habt? Das ist noch eine zweite Frage. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer schielender Ramses. Immer wenn ich mit der Kamera filme, kommt es mir so vor, als würde ich schielen. Egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.